Ich glaube, das müsste es sein. Ja, man muss irgendwie erstmal die richtige Besetzung finden. In dem Fall Tereda. Ich würde mich gerne nochmal Weltmeister nennen. Eines aktuelleren Jahres, das wäre schon geil. Wenn ich so zurückdenke, dann frage ich mich manchmal, wie leicht war das denn damals, als ich Weltmeister geworden bin. Weil die Jahre danach habe ich das natürlich auch immer wieder probiert, aber da ist es mir nicht mehr so gelungen. Ich würde auch gerne mal einer fahren wollen. Also ich habe jetzt alles mal durch, außer einer. Das letzte Mal einer bin ich 2005 gefahren zu Junior WM und das würde ich halt gerne mal aufnehmen, weil ich dann wirklich für mich alleine bin und nur für mich selbst verantwortlich bin. Ich muss mich vor keinem rechtfertigen, nur vor mir selbst. So. Und das finde ich ist ziemlich attraktiv. Da ist natürlich Thole auch ziemlich stark, muss man ja nun mal sagen, als deutscher Meister der letzten beiden Jahre. Und dann Olli Zeitler als diesjähriger Einerfahrer oder Einerfahrer des Jahres 2018. Aber da ist halt, so sehe ich das, nicht so möglich, weil ich beide auch schon geschlagen habe. Da setze ich halt drauf und deswegen versuche ich eben auch dann der Beste zu sein und dadurch halt mich durchzusetzen und mein Startrecht dann auch zu kriegen. Auch ein bisschen länger als Formel 1 Team. Ja, aber ich mache das eben auch alleine.